Servus Leute, das heutige Video ist ein Shoreline Resort Loot Guide. Mein bevorzugter Loot Spot schon immer und ich zeige euch einfach mal, welche Räume ich da mitnehme, welche Keys ich dabei habe, auf welche Loot Spots ich achte und ja, wie ihr da einfach das Maximale rausholt. Viel Spaß! Mein Loot Run im Resort startet je nachdem, wo ich spawn, im East Wing oder im West Wing oder ganz selten auch mal im Main Building. Sollte sich jeder selbst einteilen, je nachdem, wo Gegner sind, wo man gespawnt ist. Ich habe hier mal meinen Standard-Loot-Loadout angezogen. Das ist jetzt natürlich, wenn ich Stärke Elite habe und Waffen schon nicht mehr dazu zählen zum Gewicht. Und den Kappa-Container, da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Das müsst ihr euch selber einteilen. Ich empfehle nicht immer den größten Rucksack und so, weil man sich dann totschleppt. Habt natürlich einen Mule dabei. Und bei mir ist es so, mit dem Kappa-Container habe ich hier noch ein zusätzliches Docs-Case dabei für Bitcoins, fürs Veritas-Blättchen, für Diaries, Geld und sonstiges. Im Sick-Case habe ich 6 Slots für hier Doc-Tags und ich habe hier oben mal die Schlüssel rausgezogen. Die sind natürlich hier normalerweise im Sick-Case drin, einfach um euch zu veranschaulichen, welche Tür ich gleich aufmache. Und ansonsten ein SJ6-Sim zum Hinsprinten nehme ich eigentlich immer und ja, das ist mein Standard-Loot-Loadout. Noch eine extra Weste für extra Platz, wenn es das Gewicht erlaubt. Ich schaue immer, dass ich auch noch Endurance-Level, weil das ist noch nicht Elite. Und wir schauen uns jetzt als erstes mal den East Wing an. Und immer wenn ich die Türen aufmache, mache ich kurz mein Inventar auf, dass ihr seht, welcher Key das ist. Das hier ist 110, der Sanitar-Raum, Key with Blue Tape. Hier blinkt er, der ist es. Einfach mal reinschauen. Ein sehr guter Raum. Hier können überall Ledex spawnen. Hier ist ein Lootspot, da ist ein Lootspot, hier ist ein Lootspot. Ich werde einfach immer auf alle Lootspots eingehen, auf die ich schaue. Hier unten, da oben, hier, hier. Den PC nehme ich mit. Hier ist ein Valuable Spawn. Hier den Koffer. Hier sind Med Spawns. Und das war's auch schon. Ledex und Grafikkartenmöglichkeit. Dann 107 ist der Key hier oben. E107. Und da gibt es hier auch Grafikkarten und Ledex-Chance hier und hier. Dann hier Madbox, Mad-Staffel. Hier kann Geld liegen, hier kann Loose Loot liegen. Das war's mit dem Raum. Dann immer, wenn ich hier hochgehe, schaue ich hier hinten noch in diese Regale. Da kann lauter Barterzeug liegen. Immer mitnehmen. Dann gehen wir in den zweiten Stock. Da kann man hier schauen, auf der Waschmaschine. Hier Mad-Spawn, kann auch ein Ledex sein, hier auf der Fensterbank. Dann gehen wir in 226 bzw. 222. Ich nehme lieber den 222-Key, aber ich habe jetzt gerade bloß den 226 dabei. Ist ein und derselbe Raum. Macht keinen großen Unterschied. Muss halt leider immer die Tür zumachen, wenn man hier reingeht, wenn man den 226 hat. Ledex-Spawns können hier sein. Da, Metz. Hier, dies, das. Hier unten auf dem Teppich. Immer schauen. Ledex-Spawn kann hier überall der Fall sein. Grafik kann genauso. Hier, hier. Und hier drüben eine Granatenkiste. Hier kann Loose Loot liegen, auch eine Grafikkarte. Valuable Spawn hier drin. Waffenkisten kann man natürlich mitnehmen. Hier können Waffen spawnen. Und das war's mit diesem Raum. Dann gehen wir weiter. Red Keycard Spawn. Hier immer offen. 218 East. Und die Red Keycard kann in dem Fall hier spawnen. Dann ist hier noch eine Tafel, kann man mitnehmen, wenn man will. Hier drüben, der Raum ist auch immer auf. Das ist 219 East. Hier Valuable Spawn, Grafikkarten, Ledex, habe ich hier schon alles gefunden, Defibs, immer mitnehmen. Dann gehe ich hier wieder zurück und wir gehen erstmal in den dritten Stock. Da kommt 328, aber ich habe immer den Utility Room Key dabei hier. Ich gehe mal in die Tür rein, das ist der hier. Send Utility, Valuable Spawn hier, PC hier, hier oben Elektronik Spawn, da ein bisschen Waffenteile, Duffelbag, hier kann Geld spawnen, PC. Und das war es auch eigentlich schon. Dann nächster Raum offen, 327 East. Hier hinten wieder Regale mit Barter-Items, Staffel, Barter-Items hier, Madbag. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann der nächste Raum ist, ja, der Schweineraum 321 auch offen. Hier der Skeff mit dem Schweinekopf und hier außenrum ist Valuable Spawn. Und im Ohr kann gerne mal eine Gold Chain spawnen. Müsst ihr darauf achten. Dann einen Key, den ich nicht dabei habe, ist 316. Kann man mitnehmen, da sind bloß Waffenteile Spawns drin. Optional, könnt ihr machen. Dann 314 East. Das ist der hier. Gehen wir hier rein. Waffenteile hier, da kann ein bisschen Geld spawnen. Waffenbox, hier Barter-Items. Hier oben Chance auf Ledex, Waffenbox, Madbox. Und das war's mit diesem Raum. Dann gehen wir rüber zu 310 ist es, glaube ich. East Wing. Genau, 310. Das ist der hier. Und
Hier, Valuable Spawn, Valuable Spawn, zwei Duffels. Das war's mit dem Raum. Dann, Waffenbox kann man mitnehmen. Ich lasse immer aus. Ich bin kein großer Fan von Waffenboxen. Ich nehme eigentlich immer hauptsächlich den offenen Loot. Hier, wieder in den Regalen, Barter Loot. Können offen spawnen. Dann kommen wir zu 306 East. Ist der hier. Da gibt's vier PCs. Hier, Valuable Spawn auf dem Bett. Auch Valuable Spawn. Hier kann eine DVL spawnen. Dann, hier kann man auch rüberspringen. Dann Mad Spawn hier. Hier kann Moonshine spawnen und essen. Hier ist eine Madbox. Und hier können auch Mads auf dem Tisch liegen. Und das war's mit dem Raum. Dann gehe ich immer runter und nehme noch einen offenen Raum mit. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Nummer das ist. Ich bin mir da gar nicht sicher. Das ist 209. Der ist immer offen. Ledex Spawn möglich. Hier, hier, hier habe ich schon zweimal Ledex gefunden. Hier auf der Fensterbank. Hier hinten optional Madbox und Waffenboxen. Könnt ihr mitnehmen, ich lasse die immer ganz gerne aus, je nachdem wie viel Loot ich schon habe, aber meistens lasse ich sie aus. Dann kommen wir zu 206 East, das ist der hier, in dem Fall der Key. Und dann gibt es hier einen Valuable Spawn, Waffenbox, Waffenbox, hier gibt es Mad Spawn auf den zwei Dingen, Waffenbox. Dann gibt es hier noch einen Waffenschrank, kann man reinschauen, wenn man will, Madbox, Duffelbag. Valuable Spawn hier drin in der Schublade und hier spawnt Essen. Und das war's mit dem Raum. Und das war's auch eigentlich schon mit dem East Wing. Hier hinten sind noch zwei Key Spawns. Das ist, glaube ich, der Sun Key. Und hier kann auch einer hängen. Ich bin mir gar nicht genau sicher, welche das sind. Kann man sich anschauen. Und dann gehen wir auch direkt weiter ins Main Building. Und je nachdem, von wo man kommt, ne, muss man sich halt einteilen, wie man hier rüber rennt. Ich renne vom East Wing gerne hier übers Feld. Anstatt durch den Gang, je nachdem. Und dann geht's los hier. Ich gehe meistens hier runter oder eigentlich immer. Und der erste Check ist immer hier auf dem Wagen. Ledex Spawn, Grafikkarten Spawn hier auf dem Wagen. Mad Spawn kann hier sein. Und dann geht's nach oben. Fangen wir an auf der linken Seite. Das ist jetzt das Main Building. Und als erstes hier hinten, ne? Also überall hier Barter-Items in den Regalen. Immer schauen. Und hier hinten ist ein Red Keycard Spawn unter dem Aschenbecher. Da habe ich meine erste Red Keycard gefunden. Dann ist hier ein PC. Hier können Grafikkarten und sowas spawnen. Dann geht's weiter. Hier auf dem Sofa, Grafikkarten und ja, Electronics. Ein Safe hier, PC hier. Der Safe ist in dem Fall der Key. Das ist der Warehouse Office, Management Office Safe Key. Und dann weiter. Hier kann Barter Loot liegen. Hier ist ein PC. Hier kann ein Key spawnen. 2 und 6, glaube ich, Westwing. Hier kann Barter Loot sein. Und dann den Raum hier lasse ich gerne mal aus. Am Anfang vom Vibe nehme ich ihn gerne mit. Hier sind lauter PCs drin und ein bisschen Barter Loot. PC. PC, PC, Waffenbox, PC. Hier kann noch ein bisschen Barter Loot liegen. Ich lasse den gerne mal aus, weil man hier halt, ne, die offenen Fenster hat oder die Fenster hat. Und wenn dich hier einer sieht, dann kann zu meinem Looten erschossen werden. Hier ist auch noch ein PC. Dann hier drüben gibt es eine Duffelbag und 107 Key Spawn hier vorne. Am Anfang vom Vibe interessant und dann, umso länger der Vibe ist, lasse ich das dann aus. Dann gehen wir hier rüber. Duffelbag hier. Dann hier der Safe natürlich mit bisschen Geld oben drauf. Das ist in dem Fall der Warehouse Office, nee, Management Warehouse Safe Key. Dann hier ein bisschen in die Regale schauen. Dann gibt es natürlich hier ein paar Cabinets, die kann man mitnehmen, wenn man will. Angeblich kann hier eine Red Key Card spawnen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, das war mal Fake News, aber man kann ja mal ein Auge hinwerfen. Dann hier hinten gibt es noch einen Key Spawn. Hier 218 West oder 220 West, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier kann auch ein bisschen Loose Loot liegen. Und dann sind wir auch schon mit dem Main Building durch. Und wir gehen rüber in den West Wing. Und da fangen wir jetzt mal von der Seite her an. Man läuft hier rüber und dann geht der erste Weg geht in den Keller. Und da kann man natürlich die Red Keycard checken. Je nachdem, hier sind auch noch ein paar Duffels. Kann man mitnehmen, wenn man will. Red Keycard Spawn hier. Da habe ich schon dreimal eine gefunden. Duffel hier, da hinten in der Ecke ist auch noch eine. Hier links ist eine Duffel und dann hier eine Duffel und weiter hinten gibt es auch noch zwei Duffels, wenn ihr die mitnehmen wollt. Und dann geht es als allererstes mal nach oben zu 301 Grafikkarten, Ledex Chance, dies, das. 301 geht. 306 lasse ich aus. Ist eigentlich mehr ein Questraum. Das sind zwei tote Scavs und ein bisschen Loose Loot drin. Kann man mitnehmen, wenn man will. 301 Key, Westwing, einer der besten Keys im ganzen Resort. Nimmt man mit, ne? Hier ist überall Ledex bauen. Hier unten ein bisschen schauen, da unterm Teppich kann was liegen. Hier oben drauf kann was liegen, auch Ledex und Grafikkarten. Hier kann was liegen. Dann PC.
Hier oben Loose Loot hier, PC. Hier kann Ledex liegen und auch Loose Loot. Waffenbox, hier kann überall Ledex liegen und auch Grafikkarten. Sehr guter Raum. Und genau hinschauen, ich habe hier schon in einem offenen, schon gelooteten Raum auch einen Ledex gefunden. Von daher, ne? Augen auf beim 301 Loot. Dann gehen wir zu einem offenen Raum, der auch immer sehr gut ist. 311 East, immer offen. Ledex Spawn. Hier, hier und hier hinten drin kann man spawnen, plus eine Tafel, Ledex, Grafikkarte und das ganze gute Zeug kann hier spawnen. Dann gehen wir nach runter. Westwing 205 ist derselbe Raum wie Westwing 203. Ich empfehle aber 205, weil man hier einfach in Deckung aufmacht. Ist in dem Fall dann der hier. Und hier gibt es hier Electronic Spawns, Waffen, hier. Na, Werkzeugkiste, Med Spawns hier unten, hier, hier, Med Case, dann Waffenbox kann man mitnehmen, wenn man will. Red Keycard Spawn hier, immer hinschauen. Tasche, hier können Med spawnen, Duffelbag hier, da kann eine Waffe drin spawnen, wenn man will. Und dann geht's auch schon wieder raus. Dann geht's weiter. Offener Loot hier unten immer recht gut, ne? Ein paar Sachen hier immer die Regale checken, da Termit 100k zum Beispiel, ne? Dieses Regal checken. Dann geht's weiter hier. Angeblich, ich habe noch nie einen da gefunden, ein Violet Keycard Spawn hier an der Tastatur. Immerhin schon ein PC, kann man mitnehmen. Dann 112 Blue Keycard Spawn. 112 East ist der Key in dem Fall. Blue Keycard Spawn hier an dieser Stelle, immer da hinschauen. Des Weiteren hier kann Essen spawnen, zwei Duffels sind hier. Das war's auch schon, ist natürlich auch ein Questraum. Und dann gehen wir zu 104 West. Das ist in dem Fall der hier. Und der Key. Auch Blue Keycard Spawn. In dem Fall immer der erste Blick hierher. Hier spawnt sie, glaube ich. Liegt sie dann. Kleine Chance auf Ledex hier in den Regalen. Ansonsten ist hier natürlich Med Spawn. Und hier auch unten schauen, da kann was runterfallen. Ich glaube, hier kann auch was spawnen. Immer Augen auf, ne? Dann geht's in den. Na, geht's erst hoch zum Safe. 321 Safe Key. Schauen wir uns an. Und angeblich hier in dem Raum in 326 kann hier auf der Waschmaschine auch was spawnen. Kann man nachschauen. Da die Tür zu ist, ist mir das meistens zu stressig. Deswegen schaue ich nicht unbedingt rein. Wir gehen zum 321 Safe. Das ist der 321 Safe, weil das ist der Raum 321, ne? Und das ist in dem Fall der Key. Und ja, oben drauf kann auch was spawnen. Hier davor kann was spawnen. Und dann geht's auch wieder raus. Und dann schauen wir unten in den Loot-Korridor, wieder mit Red Key, mit der Chance auf eine Red Keycard und so weiter. Man kann natürlich hier auch noch kurz, wenn man da ist, hier in die Regale und auf die Tische schauen, hier in diesen Hausmeisterräumen, wenn man will. Da kann auch noch ein bisschen Loose Loot liegen. Hier auf der Waschmaschine kann wohl auch was spawnen angeblich. Und dann gehen wir mal in den Dreierraum. 221, 218, West und 222, alles derselbe Key. Mal sehen, ich habe jetzt, glaube ich, gerade 222 dabei. Normalerweise habe ich 221 dabei. Normalerweise würde ich über 221 reingehen, nicht über 222. Madback, die lasse ich gerne mal aus. Hier kann der M4 spawnen. Ansonsten hier drüben gibt es eigentlich viel auf dem Tisch vielleicht. Hier auf dem Tisch, Waffenbox, hier Mad Spawns. Ansonsten Red Keycard Spawn hier auf dem Fass. Essen, trinken. Hier kann der Ersatz spawnen. Und ja, gibt es halt hier noch die Box, Waffenschränke, Munition kann hier spawnen. Könnt ihr immer gerne hinschauen. Und dann geht es ja auch schon wieder raus. Kommen wir zum 220 West. In dem Fall der Key hier. Und da gibt es hier diese Boxen. Waffenbox hier und Valuable Spawns hier. Waffenbox hier. Und ist auch ein Quest-Key. Wenn man hier die Generatoren ablaufen muss, kann man das hier vom Balkon tun. Das war's mit diesem Raum. Dann kommen wir auch zu einem Questraum 216 West. Weil der Key. Und da kann hier Valuable und so Zeug spawnen. Hier können Munition, Granaten, Essen, Trinken, Granatenkiste, Granatenkiste, hier wieder Metz, Waffenkiste hier, Waffenkiste hier. Und das war's mit diesem Raum. Und dann war's es auch schon mit dem Westwing. Ich würde dann hier rausgehen. Je nachdem, teilt euch das selber ein, wie ihr hier ranlauft. Wenn ihr natürlich vom Westwing-Spawn hattet, dann kommt ihr natürlich hier rein. Könnt ihr hier schauen, das mache ich beim Rausgehen oder beim Reingehen, je nachdem. Und dann fangt da an, 104, dann um 321 und dann so weiter. Je nachdem, von welcher Seite man halt das Looten anfängt. Und dann wäre mein Loot Run durch und ich würde entweder hinten
Path to Lighthouse ist meistens mein Exit, kann man immer rausgehen. Je nachdem, wenn man Road to Customs hat, kann man auch Road to Customs laufen, wenn man gerade drüben im East Wing ist oder im Main Building, kann man entscheiden. Oder wenn ich aus dem West Wing rauskomme und Tunnel habe, variiere ich das auch mal und gehe am Tunnel. Das Cottage kann man am Anfang vom Wipe looten, aber ich lasse es dann, umso länger der Wipe fortschreitet, immer mehr weg, weil es halt einfach auch noch ein extra Weg ist und für gewöhnlich ist das hier alles voll. Wenn ich hier aus dem Resort rauskomme, wahrscheinlich finde ich noch ein paar Westen und mache die auch noch voll. Und bin dann ordentlich am Schleppen, wahrscheinlich mit Mule zu Path to Lighthouse. So. Und das war meine Loot-Route im Resort. Schnell zusammengefasst, alle Räume, die ich mitnehme, bisschen optional ist, dass ich dann auch mal weglasse. Und ja, ich werde euch das natürlich im Video unterteilen, dass ihr ein bisschen reinspulen könnt. Und ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen. Das war meine schnelle Zusammenfassung meiner Shoreline-Loot-Route. Alle Räume, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outside. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.